Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hearthstone zusammen mit mir, Tavano und dem Joker. Wunderbar. Und wir machen genau. Wieder eine kleine Runde. Ich habe gerade gesehen, ich habe neue Quests. Ja, ich hatte auch schon neue Quests. Ich soll mit entweder Schurke oder Hexenmeister oder Schamane war das. Hexenmeister oder Schamane soll ich gewinnen. Was möchtest du als Gegner ich haben? Soll einfach, ich soll einfach nur 40 Gegner töten, deswegen ist es egal. Also 40 Karten töten. Was sagtest du nochmal? Schamane oder Hexe? Hexe hatten wir letztes Mal, oder? Schamane, hast du schon mal Schamane gespielt? Gegen dich? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Dann nimm mal den Schamanen. Das nimm ruhig ich... den Schamanen. Ja, ist das schon mal Standarddeck oder eigene Deck? Standard erstmal, oder? Ist mir egal, weil ich weiß nicht, hast du irgendwas. Ja, machen wir Standard. Okay. Machen wir Standard. Oh Gott, das Deck kenne ich doch gar nicht. Basisdeck. Aber ansonsten danach würde ich sagen, erstmal wieder die anderen Decks, weil einfach viel mehr Vielfalt drin ist. Die Basisdecks Das ist wohl wahr. Die Basisdecks sind doch irgendwann Aber nicht wir sind die ausgelutscht. Basisdecks. Aber wir sind die Basisdecks noch nicht durchgegangen. Deswegen. Wir haben noch Also, übrig gut. Priester und. Was ist. Den Schamanen. Was ist Glaube ich. da noch drunter unter dem Abbrechbalken? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe übrigens ausgewählt. Du musst. Nun gut, dann wähle ich jetzt auch mal etwas. Du musst noch auf Wählen klicken. Und dann nehme ich den Federhandschuh an und versammle Zuschauer. Rasiere Bart ab. Ah, okay. Schwarzer Balken. Schwarzer Balken, das ist Es kam auch das gut. Geräusch, als würde noch ein Balken kommen, aber jetzt. Okay, jetzt bei einem Frame ist das auch, wische Tisch ab. Der wischt halt ruckelig den Tisch ab, verstehst du? Fülle Ladebalken auf. Gut, das kennen wir ja. Ach, Garrosch, das ist aber scheiße. Jetzt bin ich fertig. Ja, natürlich. Der haut immer schon richtig schön drauf, ne? Heißt, das ist richtig schön. Sonst, wenn wir zusammen spielen, ist dein Computer immer schneller. Jetzt, da du jetzt wieder am Netbook sitzt, ja, habe ich jetzt stimmt. Wieder den Vorteil. Oh, verdammt, ich hoffe, das ist nicht. Egal, wir werden sehen. Ich hoffe ja inständig, dass ich mir irgendwann doch noch einen neuen Computer dann zulegen kann. Problem ist, wenn ich mir den jetzt. Ah, das wird schon noch kommen. Ja, wenn ich jetzt im nächsten Jahr mir einen neuen Computer hole, wo soll ich den hinstellen? Ist ja. Tja, das ist wohl wahr. Bisschen sinnlos hier in Ungarn. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich. So, ich glaube, ich kann beginnen und ich. Kannst nichts trauen. Nichts tun. Ja, doch, ich kann schon etwas tun, weil. Ich kann direkt zwei Karten aufs Spielfeld rufen, denn die Murlocs. Ich hasse die. Sind lustig in Kombination. Ja, die sind lustig in Kombi. Machen wir trotzdem den, auch wenn er wahrscheinlich dann gleich weg ist. Der ist gleich weg. Wahrscheinlich. Was hast du denn heute Schönes gemacht? Irgendwas Spannendes. Was habe ich denn. Was habe ich heute irgendwas Spannendes gemacht? Ich war an der Universität. Das ist mal immer wieder. Ich bin ja hier nur am Lernen. Das ist nervig. Ja, das gehört auch dazu. Was haben wir denn da noch? Okay, gut, dann werde ich dich mal attackieren. Werde deinen Spott zerstören. Warum ruckelt das denn jetzt werde bei ich mir? Noch mal attackieren. Und ich gebe mir ein wenig Schutz, weil der Gorosch, der kann sich ja selbst panzern sozusagen. Und das ist, macht ihn das dadurch stärker. Einmal erlebt, dass ein Typ sich die ganze Zeit hochgepanzert hat. Der hatte so viele Leben einfach nachher. Wir hatten schon mal 46 oder so. Oh, was für ein Glück. Guck mal. Schweinerei. Das war jetzt auch Glück, sonst hätte ich deinen Murloc wegfuttern müssen. Mit dem Steinhauer-Eber. Die leben doch in Durota, oder? Ja, sicher, klar. So, nein. Ansturm. Spott töten. Und Eber töten. Guck mal, ein Frosch tötet deinen Eber. Ja, es ist ja ein Murloc. Also. Es ist ein Frosch. Es sieht aus wie ein Frosch. Also, es ist ein Frosch. Es ist ja auch so ein Froschwesen-Dingsbums, irgendwas. Es ist so ein Froschwesen-Dingsbums, genau. Ist bei euch auch so schönes Wetter wie hier? Ja, ich saß heute das erste Mal richtig längere Zeit draußen in der Sonne und hab gelernt. Ja, natürlich. Natürlich. So, was machen wir denn jetzt? Auch die ganze Zeit mit Karten, die entweder Ansturm haben oder zwei Viecher aufs Feld bringen. Das stimmt. Aber dafür muss ich jetzt leider meinen. Nun gut, weiter geht's.
Das Problem ist, wie gesagt, ich spiele jetzt hier den Schamanen. Und da fehlen eine Menge Karten noch. Also. Aber. Wenn ich überlege, ich habe nachher halt noch. Es gibt noch keinen Flächenschaden im Deck drin. Den kriegt man erst später. Es gibt, glaube ich, noch keine Waffe in dem Deck drin. Die sind sehr cool nachher. Du hast nachher viele Fähigkeiten mit Überladung, heißen die. Das heißt, du zahlst jetzt nur 3 Mana zum Beispiel für irgendwas. Dass du im nächsten Zug dann aber 2 Mana zum Beispiel blockiert hast und nicht benutzen kannst. Dafür hast du aber direkt eine starke Kreatur auf dem Feld. Das war fies. Ja. Und das war fies. Das Gute daran ist halt, dass du dann schnell Board Control bekommst. Und das hat die halt auch noch nicht. Und ich weiß nicht, Windzorn habe ich bestimmt irgendwo drin, aber sonst nicht so viel. Und ja. Also das Deck ist halt noch nicht wirklich ausgereift. So. Und es kann weitergehen. Genau. Also der Garrosh, das hat man vielleicht gerade gesehen, der hat nämlich diese wunderbare Vernichte einen verletzten Gegner Option, wo ich gerade den Spot gestaltet habe. Ja, das ist lustig. Ja, heißt sogar hinrichten. Das Lustige ist, die Fähigkeiten natürlich auch alle aus World of Warcraft übernommen. Und hinrichten kennen vielleicht manche von euch vom Krieger. Wenn der Gegner unter 25% der Leben hat, glaube ich, macht man ihm fett Schaden. Höhö, Nachmacher. Tja, aber meiner ist schon übrigens Sport gewesen. Meiner ist nicht so ein perfekter Sport. Feurige Kriegsaxt war lange Zeit eine meiner Waffen und war sehr praktisch. Aber nicht als Schamane. Oh, also wirklich. Nee, die feurige... Also wirklich. Doch, also sogar als Schamane. Weil... Okay. Ja, kann ich sogar erklären, weil du kannst... du kannst, als Schamane hast du 3 verschiedene Skillmöglichkeiten. Das eine ist Heilung, das zweite ist Elementar und das dritte ist Nahkampf. Und bei dem Nahkampf-Skill hat man früher erst auf Stufe 40, glaube ich, oder so, bekommen, dass man 2 einhändige Waffen tragen kann. Deswegen bin ich mit einer 2-händigen Waffe rumgelaufen. Und das war die feurige Kriegsaxt. Meine ich zumindest. Ich hoffe, ich laber gerade keinen Scheiß. Das kommt manchmal vor, aber ne? Aber wenn, wird es eh niemand erkennen, weil das mittlerweile ja nicht mehr Content ist. Das war noch zu Burning Crusade Zeiten, glaube ich. Mittlerweile sind wir ja bei, keine Ahnung was. Ich weiß es wirklich auch nicht. Ach nee, ne? Das ist aber jetzt echt fies. Ich weiß gar nicht, was ist der aktuelle Content von WoW? Ich weiß es nicht. Ich weiß es irgendwie auch nicht, aber das, also, ne, mich fragst du da sowieso immer den Falschen oder sowas. Ich weiß. Ja, ja, deswegen tust du jetzt hier so ab. Aber Warcraft 3 hast du mal gespielt, oder? Nein, habe ich nicht gespielt. Ich bin doch eher der Shooter. Ja, ich dachte, wir hätten das mal zusammen gespielt, so Tower Defense mäßig. Nein, das haben wir nicht zusammen gespielt. Nein, wir haben nur Age of Empires, Cossacks, nee. Empire Earth. Ja. Schon wieder? Ich weiß nicht, haben wir Cossacks mal zusammen gespielt? Achso, der Steff. Nee, ich glaube nicht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an Partien mit meinem Bruder, die richtig mies waren. Wir haben mal gegen deinen Bruder gespielt. Das kann sein. Ich weiß nur, anfangs hatte ich halt so gar keine Ahnung von Cossacks. Ich habe halt gesehen, stärkste Einheit ist der Offizier. Weil er 100 Schaden macht pro Schlag oder so. Jo. Aber der Offizier ist ja nur dafür da, dass du halt mit ihm diese Trupps bilden kannst. Und ich habe dann natürlich dann eine ganze Armee aus Offizieren gebaut, die scheiß viel Gold kosten, die ja auch im Unterhalt Gold kosten. Mein Bruder kommt mit dem Schiff und schießt die einfach mal komplett alle weg. Das war mies. Tavano, ich glaube, das Spiel geht heute ziemlich kurz nur. Ja, weil ich kann mal wieder gar nichts tun. Wenn du dich beeilst, schaffen wir es noch unter 10 Minuten. Ja? Wollen wir noch ein zweites machen? Ja, dann beeile ich mich jetzt. Würde ich sagen. Weil ich habe wirklich... nichts Anständiges auf der Hand. Ach du meine Güte, auch noch das. Du hast jetzt im Prinzip schon gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Nein! 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 Ach, Ansturm, Rakete. Nun gut, ja, vielen lieben Dank. Ich wollte noch einen gut gespielt reinhauen. Ja, das ist ganz besonders wichtig. Niederlage. Gewinne ein... Ich hab doch als Schamane gewonnen, warum zählt das nicht für meine Quest? Weil wir in der... Ach so, wahrscheinlich wegen Spielmodus, weil wir halt gegeneinander spielen. Genau, glaube ich auch, ja.
Ach so, jetzt muss ich dich neu herausfordern, ne? Weil ich verlassen habe. Richtig. Aha, der Federhandschuh wurde geworfen. Dann nehme ich ihn mal wieder an. Und der Magier ist der letzte, den wir noch nicht im Basisdeck gemacht haben, sagtest du? Nee, Magier, meine ich, hatten wir schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Druide hatten wir, Jäger hatten wir, Paladin hatten wir, Krieger hatten wir, Schurke hatten wir. Priester fehlt mir noch. Ist die Frage, machen wir den jetzt im Basisdeck oder sollen wir einfach ein normales Deck nehmen? Du bist mir mit den normalen Decks überlegen. Ich könnte mein Priesterdeck spielen, das mag ich sehr gerne. Ja, super. Nein, nee, lieber die Basisdecks. Dann nehme ich trotzdem Priester. Ja, natürlich, das ist den letzten, den haben wir noch nicht gesehen. Was mache ich denn da? Gegen was hast du denn noch nicht gespielt? Gegen die Magierin hast du noch nicht gespielt. Das stimmt, ja. Dann spiele ich mal die Magierin. Die mag ich zwar nicht so gerne, aber ist egal. Wir werden es mal ausprobieren. Und deswegen wische ich jetzt den Tisch ab. Ich fülle nur den Ladebalken auf, das reicht mir völlig. Du füllst nur den Ladebalken auf, ja gut, das ist natürlich. Ach, und ich suche richtig noch ein Brett zum Spielen aus. Ein Brett zum Spielen? Ja, ich wische immer noch den Tisch ab. Ich bin sehr gründlich. Ja, ich bin sehr, sehr gründlich. Es gibt Menschen, das Licht wird den Sieg bringen. Die komische Karten auf der Hand haben. Mischen die Decks. Was sind das denn? Oder? Also, ich habe ja nichts gegen die Karten links. Jetzt habe ich noch weniger gegen die Karten, aber warum ist ein Kernhund in dem Deck drin? Ach, weil der von Anfang an, glaube ich, drin ist. Ach, wahrscheinlich, weil er wenig Leben hat und man ja mit dem Priester viele Leben aber hinzufügen kann. Ja. Aber ich muss zugeben, eine der coolsten Karten ist und bleibt, der Angriff deiner Kreatur wird auf die Leben gesetzt. Also so hochgesetzt, wie seine Leben sind. Ja, das ist echt nicht schlecht, das stimmt. Es gibt natürlich diese Lichtgeister oder Lichtbestien, wie die heißen. Aber es gibt es auch als Zauber und das ist sehr geil, wenn du dann irgendwie so eine ganz eins irgendwas hast und dann setzt du halt Schaden auf Leben und dann ist richtig. Dieser Spott mit 1,7. Was soll ich nur tun? Der ist zum Beispiel. So, ich bin dran, ne? Ja, der Pandaren-Typ. Das heißt, ich fange direkt mal richtig schön an. Mit 3 Schaden, voll in die Fresse. Das Einzige, was ich machen konnte. Also ich muss zugeben, ich hätte den aufgehoben. Och, ich finde das so lustig, das so zu starten. Darfst direkt nochmal. Ich darf direkt nochmal, das ist ja gnadenlos gut. Dann werde ich doch direkt mal ein Wildtier setzen, und zwar ein Pechnös-Raptor. Der irgendwie nicht so aussieht wie bei Jurassic Park, ne? Das war doch irgendwie klar. Ich weiß, der wird sterben. Vorbei? Ja, aber meiner ja auch. Außer du pimpst den jetzt noch ein bisschen. Gepimpt. Du musst halt bedenken, das hier ist ja, also die Welt von Warcraft ist ja eher so ein bisschen so Comic-Stil, sag ich jetzt mal. Und nicht, kann man trotzdem sterben. Und nicht wie Jurassic Park halt wirklich realistisch. Achso, du machst einen Feuerball drauf. Flammenschlag, meine ich. Oder Feuer. Nee, Feuerschlag. Ja. Es gibt Feuerball, Feuerschlag, Flammenschlag. Nur Flammenball gibt's nicht. Hätte noch gefehlt. Ja, Warte, wie heißt es jetzt? Feuerschlag. Dieser Feuerschlag, der ist schon sehr hilfreich. Ja. Aber der macht halt nur einen Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Ist nicht so wie beim Jäger. Aber der Jäger, der schießt halt auch immer nur... Dafür kannst du mit dem Feuerschlag halt alles anvisieren eigentlich. Ja, eben. Genau, das ist es halt. Das ist bei WoW ist der Feuerschlag, glaube ich, einfach nur so eine Fähigkeit. Dein Gegner ist halt fast kaputt und du hast gerade alles auf Cooldown oder willst nicht lange zaubern. Ist das ein Spontanzauber, wo du einfach so Puff machst und dann ist er weg. Ist ganz angenehm manchmal. Da macht er so Puff und dann ist er weg, ne? Genau. So macht man das. So Puff und dann ist er weg. Puff und genau. Dann ist so Puff und dann ist er weg. Genau. 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 So, was machst du jetzt? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das ist wichtig. Ach, komm. Was? Was für glückliche Karten. Ach, glaub mir, das sind keine glücklichen Karten. Doch, in dem Fall normalerweise schon. Würde ich mich freuen, wenn ich jetzt diese Dame auf der Hand habe, die einen Angriff, 3 Leben hat und jedes Mal, wenn eine Karte auf dem Feld geheilt wird, kriege ich eine Karte. Och nee. Oh nee, nicht scharf. Das Schaf wird dich gleich töten, das weißt du. Ja, das Schaf wird mich gleich töten. Ich weiß.
Wird mich, das wird zu einem Killer-Schafen, wird mir in die Kehle springen. Es gibt da so einen Film, heißt das nicht, wie heißt der? Wo alle Schafe auf einmal zu Mörder-Zombie-Schafen werden? Was für Filme guckst du? Ja, na, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ich muss mich da scharf verteidigen. Ich guck auch immer Killer-Zombie-Schaf-Filme. Ich weiß nur, ja, es gibt ja angeblich dieses Zombie-Chicken. Also, ich muss zugeben, ich hab's erst durch das LPT von Gronkh und Sarza erfahren. Die haben da irgendwie erzählt, von wegen, es gibt ja diesen Plan, was gemacht werden sollte, wenn irgendwann mal eine Apokalypse hier Zombie-Apokalypse ist. Oder? Ja, okay, Zombie-Apokalypse. Ja. Apokalypse. Zombie-Apokalypse. Apokalypse. Und, ja. Da war halt auch dabei, dass man, ja, wie man sich vor welchem Art von Zombie verteidigen muss und so, was für Arten von Zombies es halt gibt. Und da war das eine ist halt ein Chicken-Zombie. Und die Idee dahinter ist, oder ursprünglich ist es anscheinend so gewesen, dass da Hühner getötet wurden, mit einem Gas vergraben wurden und dann doch irgendwie wieder aufgestanden sind, weil sie anscheinend doch nicht tot waren oder... Wie, oder halt doch die restlichen, wenn die Betäubung nachlässt, halt die restlichen Nerven dann doch noch zucken oder so. Wie halt beim, ja, kennst du ja beim sicher. Köpfen von Hühnern gibt es ja auch, dass dann die einfach nur rumlaufen. Ja. Irgendwie so soll das eventuell, ja genau, Störtebäcker. Es war aber genau. Weniger zucken als, ja. Ja. Hey, sag mal, du siehst dasselbe wie ich, oder? Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, natürlich, du hast einen Fehler gemacht. Ja, ich hätte machen können, dass der überlebt. Der jetzt stärker wird. Dass der überlebt. Hätte ich machen können. Tja, diesmal ist es wohl nicht so geworden. So, was machen wir denn jetzt? Ich hätte nämlich statt den Grundsatz zu legen, hätte ich noch den heilen können, aber ja. Oder auch meinen Grobashi-Berserker wieder hochheilen können. Das wäre auch eine Alternative gewesen. Oder wir machen es einfach so. Mäh. So. Weißt du, was das Schöne daran ist? Ist? So. Und dann machen wir so. Hat das gemacht? Ich hätte ja das. Ah, ja. Ich hätte das zuerst gemacht. Und dann machen wir es. Also erst Arcane-Explosion und dann Arcanes Geschoss, weil dann wären ja die Schafe schon weg gewesen. Beide und dann. Das ist richtig. Das ist richtig. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Wäre der Grunzer jetzt vielleicht auch weg. Hättest du mir vielleicht vorher sagen. Ich bin doch nicht doof. Ich musste dir auch sagen, schon mehrfach sagen, dass du gewonnen hast, ne? Nur mal so. Musstest du mir das mal sagen? Ja, zweimal ungefähr. Ich weiß nur, dass ich, dass du mir einmal gesagt hast, dass ich gewonnen habe, aber... Ich hätte dich ja sowieso mit allen angegriffen. Ich habe nur nicht nachgezählt, ob ich wirklich gewonnen habe. Daran erinnere ich mich noch. Aber ansonsten weiß ich es nicht mehr. Das kann auch sein, dass es das war. Gut. Dann geht's halt hier weiter. Die Karte meine ich. Also muss sagen, der Kanon sieht schon richtig geil aus. Dann macht man sowas. Und dann kriegt man eine Karte. Dann macht man... Eine Karte? Sowas. Und dann kriegst du Schaden. Dann macht man sowas, dann hat man auch einen Yeti da stehen, dann macht man sowas und sowas und noch mehr Schaden. Dann bist du im nächsten Zug tot. Wahrscheinlich. Wir sind heute äußerst zügig. Wir sind äußerst zügig, ja. So 10 Minuten pro Partie ist schon, finde ich, ganz gut. Ja, das ist schon ganz gut. Das war jetzt... Kannst meinen Kernhund töten. Das ist das letzte. Es ist das letzte Aufräumen hier. Ich kann nämlich deinen Kernhund töten. Ja, aber mehr kann ich auch nicht machen. Es gibt noch die Fähigkeit beim Priester Heilige Nova oder so heißt das. Das fügt allen gegnerischen Spielern 2 Schaden zu und allen eigenen heilt es 2 Leben. Und dann mit dieser Karte. Und noch mal. Und dann mit dieser Karte auf dem Feld hier jedes Mal eine Karte ziehen. Das ist ziemlich geil, sag ich dir. Nein! Ich hatte gehofft, dass ich noch einen Spot kriege. Aber nein. Gut, dann auf Wiederschauen. Cool. Was ist denn jetzt wieder auf der Hand? Ne? Sofort. Ein Schuss.
Mein Lieblingsende. Spielkind. Oh nee! Das mache ich eigentlich jedes Mal irgendwie, oder? Ja, das machst du gerne mal. Ich merke gerade, ich komme mal wieder viel zu nah ans Mikro dran. Ich schwank wahrscheinlich mal wieder total in der Lautstärke. Also hier ist es wunderbar, aber das ist, glaube ich, auch die Aufnahme nicht dasselbe Mikro, die, oder? Der, doch, aber die Übertragung ist, glaube ich, also die Lautstärke, ja, die Lautstärke in der Aufnahme ist bei 0,3 und bei dir ist die irgendwie bei 70% oder so. Also Skype und Audacity machen da andere Maßstäbe. Aber nur verschneide ich das halt irgendwie so, dass es dann passt und so halt. Ja, das wird schon funktionieren. Ja, das war doch eine lustige Runde, sag ich mal. Eine schnelle, lustige Runde, ne? Ja, dann ja, prima. Bedanke ich jo, mich bis genau, zum Zuschauen. Und wir sehen uns, wann sehen wir uns wieder? Morgen, nächste Woche sehen wir uns wieder hier bei Hearthstone. Ich wollte schon Starbounce. Höchstwahrscheinlich. Warum will ich genau, Starbounce sagen? Ich bin doch doof. Starbounce. Ja, gucke ich die ganze Zeit deswegen und ja. Ja, daran wird es liegen. Ja, hier voll der Spoiler. Ne? Ja, egal. Genau. Ja. Also dann. Ja. Ciao, ciao. Wiederschauen.